Slot hier im Zelt. Wer von den anwesenden Hackern hat denn heute schon Koffein konsumiert? Mal kurz Hand hoch. Okay, das sind bis auf eine, ich weiß nicht, eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll, eigentlich alle. Wenig überraschend, ich glaube, Koffein ist für die Hacker irgendwie sowas wie das zweite Lebenselixier. Deswegen ist es mir eine ganz besondere Freude, heute Lea anzukündigen, die euch erzählen wird, was ihr schon immer über Koffein wissen wolltet oder vielleicht auch nicht. Deswegen bitte einen ganz herzlichen Applaus für Lea. Hallo liebe Menschen, danke, dass ihr hier seid und in diesem Zelt sitzt, statt euch an den See zu setzen. Ich darf euch heute was über Koffein erzählen. Ich selbst bin sehr chemisch interessiert und konsumiere relativ viel Koffein. Und deswegen dachte ich, das wäre bestimmt ein total tolles Thema, das viele von euch auch interessiert. Deswegen habe ich auch erstmal damit angefangen, mir meinen eigenen Koffeinkonsum während dieser Talk-Vorbereitung anzuschauen. Unten haben wir das Datum, an der Seite haben wir das Koffein in Milligramm, das ich konsumiert habe. Es kann sein, dass euch das an der Stelle noch nicht was sagt, aber dazu kommen wir noch, wenn wir über Mengen von Koffein reden. Gleichzeitig habe ich dabei auch ausgewertet, was ich überhaupt getrunken habe und insgesamt komme ich damit auf über 10 Liter Koffein, was etwa 2 Gramm Koffein entspricht. Und das beliebteste Getränk war Mio Mio Mate Ginger. Ich habe einen sehr vielfältigen Koffeinkonsum. Und deswegen schauen wir uns das jetzt alles genauer an. Und ich habe eine Flora Mate, die ich da nicht drin habe, aber jetzt genießen kann. Fangen wir erstmal mit dem Molekül selbst an. Das Koffein ist hier dargestellt. Es ist ein, ja, kleines, süßes Molekül, nicht allzu schwer und in seiner eigentlichen Form ziemlich unspannend. Ich habe überlegt, ob ich ein Bild reinmachen soll, dann ist mir aufgefallen, es sieht aus wie Puderzucker und ich glaube, wir alle haben ein Gefühl dafür, wie Puderzucker aussieht. Zum ersten Mal wurde Koffein aus Kaffeebohnen isoliert. Das ist ganz lustig, das wurde nämlich auf Anregung von Goethe isolisiert, denn er wollte wissen, was dieses anregende Zeug in Kaffee ist. Also die Koffeinentwicklung und Koffeinbeschreibung hängen sehr eng mit Kaffee zusammen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Tein gehört. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als Koffein. Es wird nur gerne mal unterschieden aufgrund der verschiedenen Substanzen, denen es enthalten ist. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe und es hat einen ganz lustig langen chemischen Namen, nämlich 1,3-Trimethyl-3,7-Dihydro-1-Harpurin-2,6-Dion. Ich kann diesen Namen nicht auswendig, ich nenne es Koffein. Es ist die weltweit am häufigsten konsumierte pharmakologisch aktive Substanz. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass es irgendwie mit unserem Stoffwechsel interagiert. In Arzneimitteln würde man dafür den Begriff Wirkstoff verwenden. Also die am häufigsten bekannte Wirkung des Koffeins ist, dass sie uns wach macht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen wir das alle konsumieren. Weil es aber auch eine Wirkung hat, gibt es auch eine letale Dosis von 10 Gramm. Vermutlich hört sich das nach nicht viel an, aber so im täglichen Konsum ist es schon sehr viel und quasi nicht zu erreichen. Wie ich schon sagte, gehen wir ein bisschen auf die Wirkung von Koffein ein. Wir alle trinken Koffein, weil wir ganz, ganz viel Kraft möchten und wach sein möchten und dementsprechend fröhlich in den Tag starten. Die Hauptwirkung daran liegt, dass es an der Andockstelle für den Neurotransmitter Adenosin bindet. Darauf gehen wir gleich noch ein. Aber die Hauptwirkungen sind Steigerung von Blutdruck und Puls, eine einfachere Atmung. Im Sport kann es sogar als Dopingmittel verwendet werden. Allerdings sind die Konzentrationen davon so hoch, dass der Morgenkaffee im Sport nicht wirklich was ausmacht. Ja, reden wir ein bisschen über die Rezeptoren. Wir alle haben in unserem Körper oder eher gesagt in unserem Nervensystem so coole Dinge namens Synapsen. Über diese Synapsen reguliert unser Körper so ein bisschen, was er zu welcher Zeit braucht und wie er zu welcher Zeit sein soll. Koffein dockt da an der Stelle, an der Adenosin andockt. Adenosin haben wir im Körper und im Grunde genommen ist es ein Aufspaltprodukt von ATP. ATP ist Adenosintriphosphat
Und das ist quasi die Energiewährung unserer Zellen. Wenn wir also Energie verbrauchen mit was auch immer, mit hier steht euch was über Koffein erzählen, dann wird gerade in meinem Körper ATP unter anderem zu Adenosin gespalten. Das führt dann dazu, dass ich, wenn ich ganz viel Adenosin habe, irgendwann müde werde und so aussehe wie diese Katze. Das Adenosin sorgt dafür, dass unser Körper kein Noradrenalin mehr ausschüttet und auch kein Dopamin. Das unterbindet die Ausschüttung und dadurch werden wir dann im Grunde genommen müde, unser Puls und Blutdruck sinken. Es passiert quasi das, was im Gegensatz zu Koffein passieren sollte. Und dieses Koffein setzt sich quasi an genau diesen Neurotransmitter, macht im Gegensatz zum Adenosin aber quasi nichts. Das sorgt dafür, dass all diese Begleiterscheinungen, die vom Müdewerden mit dazukommen, eben nicht auftreten. Wir werden wach, wir werden fit, wir werden aktiv, was eigentlich so ein bisschen die Idee hinter dem Koffein ist. Das kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, wie genau Koffein funktioniert, je nachdem, wie unser Körper so funktioniert. Bei älteren Menschen ist die Wirkung von Koffein tendenziell stärker. Das liegt daran, dass das Koffein im Blut an die Proteine dort gebunden wird und ältere Menschen haben weniger Proteine. Bei rauchenden Menschen erfolgt eine schnellere Ausscheidung. Das liegt daran, dass Stoffe im Zigarettenrauch, das waren, glaube ich, Kohlenwasserstoffe dafür sorgen, dass die Enzyme, die dieses Koffein abbauen, in einer höheren Konzentration da sind und quasi schneller arbeiten. Im Grunde genommen funktioniert es bei Personen, die die Antibabypille nehmen oder schwanger sind, genau andersrum. Bei denen arbeitet genau dieses Enzym, das Koffein abbaut, langsamer. Interessant ist auch die Wirkung auf Personen mit ADHS. Den Tipp habe ich aufgrund des Internets bekommen. Dort wurde an mich herangetragen, dass Personen mit ADHS eine paradoxe Wirkung auf Koffein haben können. Dazu habe ich tatsächlich auch was gefunden. Es ist nämlich so, dass ADHS im Grunde genommen auch auf Problemen mit den Neurotransmittern Dopamin beruht. Und wenn wir jetzt etwas haben, was dafür sorgt, dass Dopamin weiter und in größeren Konzentrationen ausgeschüttet wird, dann kann es sein, dass dadurch genau die richtige Konzentration an Dopamin vorhanden ist. Dazu gibt es auch ein paar wissenschaftliche Studien, die haben dazu so einen leicht positiven Effekt. Also das kann schon durchaus sein und basiert auch auf medizinischer Evidenz. Gleichzeitig können wir zu viel Koffein konsumieren, dann kommt es zu Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, ich merke das mittlerweile auch, wenn ich abends eine Mate trinke, dass ich nicht so gut schlafen kann, auch wenn ich immer noch nicht zu viel Koffein konsumiere. Wir können nervös werden, wir können Schweißausbrüche bekommen. Wir können im Grunde genommen alles bekommen, was passiert, wenn wir irgendwie zu wach sind. Wir werden hibbelig, wir bekommen Herzrasen, wir bekommen Schweißausbrüche. Unser Körper hat quasi das Gefühl, wir haben zu viel Energie, diese Energie muss irgendwo hin. Das kann auch dazu führen, dass wir sogar Angstzustände bekommen, aber die krasseste Nebenwirkung, die langfristig ist, ist eigentlich eine Entwicklung einer Toleranz. Also wenn ich lange Zeit sehr viel Mate trinke, da wird mein Körper entsprechend darauf reagieren, wenn ich irgendwann keine Mate mehr trinke. Aber reden wir vorher noch ein bisschen darüber, was die Mengen und Massen von Koffein angeht. Ich sage die ganze Zeit schon, viel Mate, wenig Mate, viel Koffein, wenig Koffein. Tatsächlich gibt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung diverse Werte zu Koffein. Und zwar wird für Erwachsene vorgeschlagen, in einer Einzeldosis nicht mehr als 200 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen. In Clubmate umgerechnet sind es 2 Clubmate. Insgesamt über den Tag verteilt sollten es nicht mehr als 400 Milligramm werden, aber im Grunde genommen beruht es darauf, höchstens 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Für Minderjährige ist es noch mal ein bisschen weniger, weil Koffein auf das zentrale Nervensystem wirkt. Und deswegen sind da 3 Milligramm auf einem pro Kilogramm Körpergewicht die Maximalgrenze über den Tag verteilt. Das ist ganz lustig für Kinder, die ab
die etwa 33 Kilo schwer sind, ist da schon durchaus eine Mate über den Tag verteilt drin. Gleichzeitig ist es bei schwangeren Personen auch so, dass sie die Hälfte der Dosis im Vergleich zu sonstigen Erwachsenen zu sich nehmen sollten, also höchstens, damit das Kind in dem Fall nicht irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat. Im Grunde genommen sind es 200 Milligramm pro Tag, was ich ehrlich gesagt erstaunlich viel finde, wenn ich sehe, wie sich gerne über schwangere Personen, die Koffein zu sich führen, aufgeregt wird. Aber im Grunde genommen ist es natürlich die Entscheidung der schwangeren Person. Jedenfalls habe ich schon mal eben kurz angesprochen, Koffein langfristig sorgt dafür, dass sich in unserem Hirn neue Synapsen bilden, eben für dieses Adenosin. Unser Körper ist mehr oder weniger ein empfindliches Gleichgewicht und total komplex, sodass der irgendwann merkt, irgendwie wird das ganze Adenosin nicht abgebaut. Dementsprechend bilden sich dann neue Synapsen. Das heißt, wenn wir gleich wach bleiben müssen, müssen wir mehr Koffein trinken oder warten, bis das Adenosin sich abgebaut hat. Also kein Koffein mehr trinken. Und schlafen, viel schlafen. Im Grunde genommen bedeutet es, wenn wir langfristig viel Koffein konsumieren, werden wir irgendwann ohne dieses Koffein müde werden. Also mehr müde, als wir sowieso schon werden. Tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen, unter anderem auch ich, denken, dass Koffein am Morgen absolut toll ist. Wer von euch hat in der ersten Stunde nach dem Aufstehen heute Koffein getrunken? Das dachte ich mir. Leider werden wir nicht schläfrig und dann super fit wie diese Katze. Es ist nämlich so, dass wir in unserem Körper ein weiteres Hormon haben mit Namen Cortisol. Cortisol hat morgens, wenn wir aufstehen, innerhalb der ersten Stunde, nachdem wir aufwachen, quasi seinen Peak. Das heißt, wir sind dann sowieso schon fit und wach. Da können wir leider nicht einen draufsetzen. Es wäre super toll. Aber wenn wir das langfristig machen, dann denkt unser Körper, da wird ja Koffein zugeführt. Da brauche ich ja nicht noch Cortisol zu produzieren. Und das führt dann dazu, dass wir morgens eine Toleranz entwickeln gegenüber Koffein, die sowieso schon stärker ist als die eigentliche Toleranz. Was dann dazu führt, dass unser Körper von uns erwartet, dass wir morgens Koffein trinken, um überhaupt wach zu werden. Das Molekül hier ist übrigens das Cortisol, das uns da gerne mal trollt. Deswegen ist Koffein bis nach einer Stunde nach dem Aufstehen nicht die beste Idee. Hier habe ich auch noch zwischen 8 und 10 Uhr mit drin stehen. Dabei wird eben von einem Aufstehen um 8 Uhr ausgegangen. Ich frage mal kurz aus Interesse, wer heute um 8 oder davor aufgestanden ist. Doch noch einige. Krass. Respekt an euch. Jedenfalls haben wir noch zwischen 12 und 13 Uhr einen Koffeinpeak und zwischen Cortisolpeak, Entschuldigung, den Koffeinpeak können wir dann auch haben, aber es ist nicht die beste Idee. Wir haben auch noch einen zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Das heißt, wenn ihr Mate dabei habt, trinkt sie jetzt. So, angenommen, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir kein Koffein mehr zu uns nehmen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Dann stehen wir vielleicht traurig vom Matekasten, doch in der Versuchung, uns noch eine Flasche zu holen. Aber wenn wir es nicht tun, dann haben wir einen kleinen Koffeinentzug. Der dauert normalerweise 12 Stunden, also das Minimum, das er dauern kann, sind 12 Stunden, das Maximum sind 9 Tage. In der Regel sind es so 2 Tage. Dann werden wir begleitet von Kopfschmerzen, natürlich auch Erschöpfung, Energieverlust, wir wollen schlafen, wir sind nicht so gut drauf, wir sind vielleicht auch ein bisschen moody. Lustigerweise haben wir auch größeren Hunger. Das liegt ein bisschen daran, dass Koffein uns aufpeppt, was dann eben wieder sinkt. Es kann auch zu Schlafproblemen kommen, erstaunlicherweise. Ich habe da eine total lustige Studie aus dem Jahr 2004 gefunden, in dem beschrieben wird, was alles passiert, wenn wir aufhören, Koffein zu trinken. Unter anderem war da dieser Hinweis auf Albträume drin. Es gibt auch so eine lustige Website in diesem Internet.
Da können wir unsere Dosis überprüfen. Das finde ich richtig spannend, weil das ist vom Bundeszentrum für Ernährung und damit eine dieser Dinge, die der Bund tut und versucht uns zu erzählen, was gesund für uns nicht ist und was nicht. Also habe ich mich mal durch diese Seite geklickt. Da ist es möglich auszuwählen, wie viel Koffein getrunken wurde. Es ist möglich, das Alter auszuwählen. Es ist möglich, das Körpergewicht auszuwählen, der Zeitraum, in dem es getrunken wurde. Das ist dann auf einmal oder über den Tag verteilt. Und im Grunde genommen können wir da einige Getränke auswählen. Zum Beispiel schwarzen Tee, grünen Tee, Kaffee, Espresso, Schokolade zum Essen. Und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt und habe mich gefragt, okay, wie genau funktioniert das? Welche Berechnungen laufen da im Hintergrund? Gerade nachdem ich auch verschiedenste Ergebnisse bekommen habe. Also habe ich mir den Quelltext angeschaut und habe JavaScript gefunden. Das ist ein bisschen spannend, weil der Code ist in sich selbst inkonsistent. Gerade was diese Mengenangaben in Bezug auf Koffein angeht, gibt es ab und zu die Mengen, die Konzentrationangabe pro 100 Milliliter pro 100 Milligramm pro 100 Milliliter. Jetzt habe ich es richtig rum. Und ab und zu gab es die Angabe pro Tasse, wobei ich solche pro Tassenangaben irgendwie immer sehr, sehr komisch finde, denn da geht es. Eine Tasse ist keine SI-Einheit, also ist es keine fest definierte Größe. Es wird darauf geachtet, ob eine Person über 18 Jahre alt ist aufgrund des Ergebnisses. Deswegen gibt es da verschiedene Berechnungen. Im Grunde genommen basiert das alles auf diesen Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung. Tut mir leid, dass ich hier nicht auf Codeformatierung geachtet habe. Wenn es euch besonders interessiert, könnt ihr euch das auch gerne mal selbst anschauen. Ist nicht so schön. Jedenfalls haben wir auch eine Randomisierung der Antworten mit drin. Also wenn ich zu viel Koffein oder wenn ich gerade an der Grenze bin, kann ich ihn vor sich bekommen, grenzwertig und was weiß ich nicht alles. Also, das ist schon ganz lustig. Aber nachdem diese Seite auch schon davon spricht, dass es zu viel Koffein sein kann, reden wir vielleicht auch mal ein bisschen über die tödliche Menge an Koffein. Das ist weit weg von diesen eben genannten 400 Milligramm für Erwachsene. Denn es sind 10 ganze Gramm. Die Frage ist jetzt, wo stecken überhaupt 10 Gramm Koffein drin? Also wenn ich jetzt meine Floramate nehme, dann sind da 180 Milligramm auf dem Liter drin. Also das wäre einiges an Floramate. Deswegen bin ich in unseren Hackspace gegangen und bin ins Mate-Lager gegangen und habe mir den Mate-Kühlschrank angeschaut. Also im Getränkelager haben wir noch andere Dinge, zum Beispiel Bier. Ich komme aus Regensburg, das ist Bayern, das ist der Grundnahrungsmittel. Und wir haben auch noch Lapacho da. Das ist leckeres Zeug ohne Koffein. Jedenfalls habe ich dann angefangen zu schauen, okay, was haben wir da und habe das zusammengerechnet. Im Lager komme ich auf 137 Liter Mate. Daraus habe ich dann geschaut, wie viel Koffein in den einzelnen Sorten drin ist und habe das fröhlich aufaddiert. Und wir kommen auf 27,65 Gramm Koffein. Dann haben wir aber noch diesen schönen Kühlschrank gehabt. Da sind insgesamt 28 Liter Mate drin. Und 5,78 Gramm Koffein. Insgesamt kommen wir damit auf 185 Liter und 33,43 Gramm Koffein. Und mit der tödlichen Dosis von 10 Gramm pro Person wären das 55 Liter Mate auf einmal. Das ist ein bisschen viel zum Trinken. Der Körper sagt da schon aus ganz anderen Dingen nein und nicht nur wegen des Koffeins. Also versehentlich eine Koffeinüberdosis zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Dann stellen wir uns aber natürlich auch noch die Frage, hey, wo gibt es überall eigentlich Koffein? Ich kann zwar Mate trinken und ich kann Kaffee trinken, aber gibt es noch weitere Lebensmittel mit Koffein? Und ja, die gibt es. Ich bin hier durch meine Wohnung gerannt und habe mal geschaut, was ich überhaupt so finde. Ich habe da zum Beispiel auch sowas wie Schokolade gefunden, was man vielleicht nicht direkt erwartet. Ich habe hier auch mal so eine kleine Tabelle, was vielleicht so übliche Lebensmittel sind, in denen Koffein drin sein könnte und Koffein drin ist. Am spannendsten finde ich eigentlich den Bereich Schokolade, wofür ich aber dann doch sehr viel Mate trinken kann. Also ich trinke lieber eine Floramate als 5 Tafeln Milchschokolade zu essen. Auch wenn das cool wäre. Ja. Kaffee ist nochmal so ein kleiner Sonderfall.
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark der Kaffee gemacht ist. Letztes Jahr auf der GPN war ich mit anderen Menschen am Kaffee machen und wir hatten eine Kaffeemaschine und haben diesen Kaffeefilter bis oben hingefüllt, dass die Kaffeemaschine gerade noch zuging. Das hatte da vermutlich ein bisschen mehr Koffein. Anderer Kaffee kann ein bisschen weniger haben, wenn man ihn mit weniger Koffein zubereitet, wenn man ihn mit weniger Kaffeepulver zubereitet. Aber gesetzlich gesehen gibt es da auch Grenzen. Für 15 Milligramm auf 100 Milliliter gibt es diese wunderschöne Angabe. Da steht, wo steht das denn hier? Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Das ist eine gesetzliche Angabe, die muss ab dieser Konzentration drauf und die genaue Konzentration muss dann auch gekennzeichnet werden. Das machen manche auch schon unter diesen 15 Milligramm pro 100 Milliliter. Aber das ist nicht der Standard. Also Cola hat zum Beispiel normalerweise auch diese 10 Milligramm auf 100 Milliliter und da muss es nicht draufstehen. Gleichzeitig gibt es für Erfrischungsgetränke noch eine Grenze, denn Kaffee kann deutlich darüber sein. Die liegt bei 32 Milligramm auf 100 Milliliter, was etwa der Wert ist, den Energy Drinks in den allermeisten Fällen haben. Es gibt aber noch spezielle Koffeinprodukte, also nicht Lebensmittel, die von sich aus irgendwie Koffein enthalten, wie Tee oder Kaffee. Es gibt auch Produkte, die haben noch extra zugesetztes Koffein. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Coavach. Es gibt aber noch mehr, wie zum Beispiel Kekse oder Gummibärchen. Es gibt spezielle Koffeinschokolade, in der mehr Koffein drin ist als in normaler Schokolade. Es gibt Koffeinriegel, es gibt Kaugummi und es gibt Koffeintabletten. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen dabei, Chemie zu studieren. Einer unserer Leitsprüche ist Koffeintabletten und Rotwein. Aber natürlich kann man auch mit Koffein und insbesondere Kaffee ein bisschen übertreiben. Damit ist es zwar nicht so einfach, an eine tödliche Dosis ranzukommen, aber es kann doch schon sehr viel Koffein sein. Der Durchschnittskaffee hat ich würde mal sagen, höchstens 80 Milligramm auf 100 Milliliter, wenn er stark gemacht wird. Es gibt aber auch Kaffeebohnen, die sind von sich aus schon deutlich stärker als die ganz normalen Standard-Kaffeebohnen. Die schaffen es durchaus, auf die 85 Milligramm auf 100 Milliliter zu kommen. Das ist jetzt zwar nicht so viel, aber wenn ich dann schon so Richtung Black Insomnia Kaffee gehe mit 311 Milligramm pro 100 Milliliter, dann ist das schon richtig viel. Das ist der krasseste Kaffee, den ich gefunden habe. Und da war es so ein bisschen verwirrend herauszufinden. Viele dieser Anbieter schreiben gerne, so und so viel Milligramm Koffein pro Tasse. Pro Tasse ist, wie gesagt, nicht die beste Einheit dafür. Es gibt Tassen zwischen 20 Milliliter und 500 Milliliter und was weiß ich noch nicht alles. Deswegen kann das sehr, sehr viel bedeuten. Und da habe ich also irgendwann auch noch gefunden, dass sich das ursprünglich auf 177 Milliliter bezieht, kommt aus den USA, mögen keine SI-Einheiten. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Koffein gegen Haarausfall? Die Idee ist quasi, hey, wenn Koffein meinem Körper helfen kann, kann das vielleicht auch meinen Haaren helfen. Und kann damit mein Haar schneller wachsen oder besser wachsen? Oder wird es dadurch irgendwie stärker? Gibt es da irgendeine coole Wirkung? Dazu gibt es auch tatsächlich Studien, die einen positiven Effekt im Labor haben. Das Ding ist allerdings, das gilt für eine bestimmte Form von erblich bedingten Haarausfall und dafür wurde ein Modell einer Haarwurzel nachgebaut von Menschen mit diesem erblich bedingten Haarausfall und diese Haarwurzel wurde teilweise bis zu 5 Tage lang in eine Mischung aus Testosteron und Koffein und weiteren Substanzen eingelegt. Und ich glaube, die meisten von uns waschen sich ihre Haare nicht 5 Tage lang. In Großbritannien gibt es sogar ein Verbot für Hersteller von diesem Haarshampoo, dass sie nicht damit werben dürfen, dass es dadurch weniger Haarausfall passiert. Also es gibt bisher auch noch keine Evidenz für den direkten Einsatz beim Duschen, der nicht 120 Stunden dauert. Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, hey, wie viel Koffein
konsumieren wir eigentlich so weltweit. Und da ist mir aufgefallen, unglaublich viel davon bezieht sich auf Kaffee. Also bin ich jetzt einfach mal auf den Kaffee runtergegangen, habe mir das angeschaut und habe herausgefunden, in Finnland wird sehr viel Kaffee konsumiert. Gerade sowieso diese skandinavischen Länder sind da sehr gut dabei. Deutschland ist irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld. Ach ja, und das ist die Prognose, wie sie für das Jahr 2007 war. 2017, sorry. Das muss also in Skandinavien irgendeinen Grund haben, warum das so toll ist. In Finnland und Schweden gibt es Fika. Das ist so eine Art von Kaffeepause. Also es ist nicht nur eine Kaffeepause im Sinne von, ich setze mich gerade wohin, hole mir einen Kaffee. Das ist tatsächlich so ein bisschen Socializing. Also wir socializen jetzt während eines Kaffees. Und das ist einer der vielen Gründe, aus denen es gerade im Norden so einen hohen Kaffeekonsum hat. In Island ist es das mutmaßliche Nationalgetränk. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich dazu keine direkten Statistiken gefunden habe. Und Kaffee ist auch darüber hinaus nicht nur auf diesem Planeten bekannt, sondern auch auf der USS Voyager, deren Captain gerne mal in diverse Nebel fliegt, um dort Kaffee zu finden. Gleichzeitig bin ich dann irgendwann auch die Frage gekommen, Kaffee schon okay, aber ich bin nicht selbst so Kaffeetrinkerin. Ich trinke deutlich lieber Mate. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht es eigentlich mit Mate weltweit aus? Der Mate-Strauch selbst kommt aus Südamerika. Der Eistee hat allerdings seinen Ursprung hier in Deutschland. Das gab es da unter so geilen Namen wie Sektbronte. Das Rezept für diese ursprüngliche Sektbronte hat die Brauerei Loscher aktuell. Das ist ganz lustig da, also bei der ICMP gab es beim letzten Mal auch eine Besichtigung der Mate-Brauerei. Das war sehr schön, der Mate auch mal so bei der Herstellung so zu sehen. Kann ich nur empfehlen. Werbung, Werbung. Die Brauerei Loscher gibt jedenfalls auf ihrer Webseite an, aktuell zu 57 Händlerinnen und Händlern weltweit zu liefern. Also da sind auch so Länder dabei wie Madagaskar oder China. Die Mate ist also weltweit vielleicht so ein bisschen auf dem Vormarsch, wobei das dann eher noch auf die Club-Mate zutrifft. Stellt sich allerdings die Frage, ich rede gerade sehr viel über Mengen von Koffein. Wie können wir das überhaupt messen? Also es wäre total cool, wenn wir irgendeine Flüssigkeit haben, da was anderes reingeben und dann finden wir direkt heraus, wie viel Koffein ist da drin oder ist da überhaupt Koffein drin? Und vielleicht ist es sogar möglich, anhand der Stärke zu erkennen, wie viel Koffein da überhaupt drin ist. Also je krasser die Farbe, desto mehr Koffein. Das wäre ein total toller Test, aber leider ist es nicht ganz so einfach. Es gibt eine Probe, die Murexit-Probe, mit der ist es möglich, unter anderem Koffein nachzuweisen. Das Doofe ist, damit werden auch ganz andere Dinge nachgewiesen, die in diese Stoffgruppe fallen. Da wird zum Beispiel sowas wie Harnsäure nachgewiesen und der Test kommt auch ursprünglich aus dem Bereich der Harnsäure. Also wenn Urin untersucht wird, dann kann man damit nachweisen, wie viel das Harnsäure darin enthalten ist. Das ist eigentlich schon cool, aber leider ist es halt auch kein so einfacher Test, den wir einfach so zu Hause machen können. Und dafür brauchen wir Wasserstoffperoxid und Salzsäure und müssen das eindampfen und dann Ammoniak kippen. Und dann wird es hoffentlich lila, wenn dort Koffein enthalten ist. Gleichzeitig habe ich bei diesem Versuch nicht wirklich was zur Nachweisgrenze gefunden. Also es kann gut sein, dass dieser Test vielleicht gar nicht das detektieren kann. Das wird zwar eine einfache Lösung, aber wie finden die ganzen Hersteller denn jetzt heraus, wie viel Koffein überhaupt in ihren Produkten ist? Das ist ja durchaus gesetzlich relevant. Die gute Antwort ist, es gibt eine Möglichkeit, die schlechte ist, es ist leider nicht so einfach. Es gibt so einen coolen Versuchsaufbau, der nennt sich Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, kurz genannt HPLC. Im Grunde genommen ist es ein Gerät, das für Menschen mit Chemiehintergrund sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Es ist im Grunde genommen eine Apparatur, ich gebe Proben rein. Diese Apparatur sagt mir dann, ha, das und das ist drin. Vereinfacht gesagt, also ich möchte an der Stelle auch nicht den ganzen Aufbau von dem Ding erklären, ich möchte nur grob das Prinzip erläutern. Tut mir übrigens leid, dass ich kein Bild gefunden habe mit einem aktuelleren Betriebssystem.
Ich stand auch schon an der Uni vor so einem Gerät und ich habe irgendwie verdrängt, was da für ein Betriebssystem gelaufen ist. Also diese Geräte sind sehr teuer und da wird eher das Betriebssystem an die Software angepasst und nicht die Software an das Betriebssystem. Ist leider nicht so geil. Jedenfalls, das Prinzip dieser Chromatographie beruht im Grunde genommen einfach darauf, dass wir Stoffe auftrennen wollen. Das Experiment wird gerne in Schulen gemacht und ist auch gar nicht so schwierig. Im Grunde genommen beruht es darauf, dass wir in ein Filterpapier ein Loch machen, mit einem Filzstift um dieses Loch malen und ein anderes Filterpapier reinstecken, auf dem Wasser ist. Dann wird dieser Filzstift in seine Grundfarben aufgetrennt. Im Grunde genommen wollen wir also nichts anderes machen, als eine Substanz in ihre einzelnen Stoffe auftrennen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir das Koffein analysieren. Genau das machen wir im Grunde genommen mit diesem HPLC-Verfahren. Also wir haben einen Stoff und modifizieren den so ein bisschen. Das machen wir, um diese Messung vorzubereiten, stellen wir verschiedene Lösungen her. Eine davon ist die Kalibrierlösung. In dieser Kalibrierlösung ist eine bestimmte Menge an Koffein enthalten, die wir auch wissen, und damit wissen wir auch die Konzentration davon. Dem Ganzen geben wir einen internen Standard dazu. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ein interner Standard ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Stoff, der dem Stoff ähnlich ist, den wir analysieren wollen. Das wird gemacht, um Fehler zu verringern und Fehler vielleicht sogar ganz auszuschließen. Es wird nämlich angenommen, wenn sich die Konzentration dieses internen Standards während der Messung ändert, dann ändert sich auch die Konzentration unseres Stoffes, den wir überhaupt bestimmen wollen. Deswegen suchen wir einfach einen Stoff, der dem Koffein ähnlich ist, und bereiten diese Kalibrierlösung vor. Dann haben wir diese Kalibrierlösung nachgewiesen, von der wir etwa schätzen, dass sie einen ähnlichen Koffeingehalt hat wie das, was wir messen wollen, und geben dann unsere Lösung, die wir messen wollen, in dieses Gerät, die wir genauso wie diese Kalibrierlösung vorbereitet haben. Und das ist im Grunde genommen die Idee dahinter, und in diesem Gerät werden dann diese verschiedenen Lösungen in ihre einzelnen Stoffe aufgespalten und analysiert. Das wird ganz gerne noch mit anderen Verfahren gekoppelt, wie zum Beispiel Massenspektrometrie. Das funktioniert im Grunde genommen so, dass Moleküle zerkleinert werden und festgestellt wird, was darin ist. Also das ist ein schwieriges, komplexes Thema, aber die Idee dahinter ist eigentlich, wir trennen unseren Stoff auf und weisen unsere getrennten Stoffe nach. Ja, das war's im Grunde genommen schon. Ich hoffe, ihr habt Dinge über Koffein gelernt. Ich hoffe, ihr habt neue Dinge gelernt. Die Folien werde ich später auch noch hochladen. Ihr könnt mir sehr gerne Fragen stellen und danke für eure Aufmerksamkeit. Alles klar. Vielen Dank soweit, Lea. Wir haben noch etwa 13 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Wenn ihr eine Frage an Lea habt, dann wendet euch doch an eins der beiden Mikrofone hier im Saal, links und rechts. Und wir können eure Fragen beantworten. Scheint, als hätte der Vortrag bereits alle Fragen beantwortet. Okay, wenn wir noch Zeit haben. Was ist eure Lieblingsmate-Sorte? Ich will Glaubenskriege auslösen. Mal ganz kurz, also es gibt ja eigentlich nur zwei auf dem Kongress. Wer mag denn Flora Power lieber? Mal kurz Hand hoch. Okay, Clubmate. Puh, das ist relativ gleich. Ich würde sagen, ein leichter Überhang für Flora Power vielleicht. Ja. Wer mag eine andere Mate lieber? Ah, ich sehe schon, wir müssen irgendwie an der Mathe-Pluralität auf den Chaos-Veranstaltungen arbeiten. Ja, wir brauchen Gender-Mathe. Okay. Es scheint, wir haben noch eine Frage gefunden. Bitteschön. Hi. Es gibt immer das Gerücht, ich habe noch nie nachgeguckt, ob es stimmt, vielleicht weißt du es, dass man, wenn man irgendwie nur eine Woche oder so kein Koffein trinkt, also gar keins, dass man diese Toleranzgeschichten wieder auf Null hat, oder vielleicht waren es auch zwei Wochen, aber eine relativ kurze Zeit. Weißt du was darüber? Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine relativ kurze Zeit ist, weil ja gerade auch dieser Entzug von Koffein meistens innerhalb von 2 Tagen durch ist. Also innerhalb von 2 Tagen gibt es dann zum Beispiel hoffentlich auch nicht mehr diese Kopfschmerzen. Also es kann natürlich in Einzelfällen auch noch länger dauern. Diese 2 Tage sind keine feste Zahl. Aber normalerweise ist es spätestens nach 9 Tagen durch. Also gehe ich zumindest auch mal davon aus, dass die Geschichte spätestens nach 9 Tagen durch ist mit dieser Toleranzbildung.
Also ja, diese Entzugserscheinungen sind dann weg, aber die Frage wäre, du hast ja gesagt, es bilden sich dann noch mehr Nervenzellen und Synapsen, dies, das, ob ist das wirklich nach ein paar Tagen weg, kann das sein? Also wahrscheinlich weißt du es nicht, vielleicht weiß jemand anders, aber... Also von mir aus kann auch gerne jemand anders was dazu sagen, aber meine Idee ist es, also diese Synapsen bilden sich ja auch mehr oder weniger vergleichsweise schnell. Falls irgendjemand anders eine Idee dazu hat, könnt ihr auch gerne was dazu sagen. Sieht nicht so aus. Vielleicht gibt es dann auf dem nächsten Kongress einen Follow-up. Also, wie gesagt, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn ihr irgendetwas findet, womit ihr mich über Koffein genauer informieren könnt, bitte her damit. Also, ihr könnt mir auch sehr gerne Nachrichten über Koffein schreiben, wenn ihr das möchtet. Okay, dann sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Vielen Dank, Lea. Ich habe zu danken.